Und jetzt ist es soweit. Ja, nach 20 Tagen und genau 11 Stunden schlüpft das erste Küken. Das ist für uns, also für uns war das ein brutales Erfolgserlebnis. Das war ein super Gefühl, weil man natürlich sagt, hey, man wartet 20 Tage, man rührt den Apparat nicht an und hofft, dass natürlich alles gut geht, weil, ja, weil die armen Küken und wenn da irgendwas passiert, dass der Strom ausfällt und da malt man sich Szenarien auf, die kommen in keinen guten Film vor. Aber nach 20 Tagen und 11 Stunden schlüpft das erste Michalner Küken. Und zwar, und jetzt kommt's, vom zweiten Apparat. Und wenn ihr euch erinnert, der zweite Apparat war der Apparat, der wo wir als letzten eingeschalten haben. Also einen ganzen halben Tag später wie der erste Apparat. Aber das Küken ist als erster geschlüpft. Also das sind so Sachen, die wo man sich irgendwie nicht so richtig erklären kann, warum das so ist. Also das Küken hat einen halben Tag weniger Zeit, auf gut Deutsch gesagt, und schlüpft erster vor alle anderen. Das ist am 22.07. passiert um 18 Uhr. Wie gesagt, 20 Tage und 11 Stunden schlüpft das erste Küken. Und von 22.07. auf 23.07. in der Nacht sind dann nur zwei weitere geschlüpft aus dem zweiten Apparat. Das heißt, wir haben es jetzt schon mit drei Küken zum Tag, die wo gesund waren und immer noch gesund sind und vom zweiten Apparat ausgeschlüpft sind. Total verrückt. Wie gesagt, zweiter Apparat einen halben Tag später eingeschalten und die Küken sind eher da. Dann geht es weiter am 23.07. Ja, 23.07., ein Tag nach dem ersten Küken, sind dann weitere zwei geschlüpft. Weitere zwei Küken aus dem zweiten Brutapparat. Und jetzt haben wir schon mit fünf Küken aus dem zweiten Brutapparat zu tun. Das heißt, dieser Apparat, wo ein halben Tag später eingeschaltet worden ist, da sind bereits fünf ausgeschlüpft. Wir haben dann die drei älteren, also vom 22.07. sind ja drei geschlüpft, die waren schon dann komplett abgetrocknet, die haben wir dann raus und haben wir es dann unter die Wärmeplatte da. Das raustun, das sollte maximal 10 Sekunden dauern. Also das ist wirklich nicht übertrieben, 10 Sekunden, das soll so schnell wie möglich gehen, weil natürlich sonst die Temperatur abfällt. Das haben wir auch gemerkt, die Temperatur fällt ab und dieser Brutautomat, der heizt dann viel zu weit hoch und kühlt sich dann selber wieder runter. Also ein ganz komisches Verhalten, aber das macht er einfach. Und das ist natürlich irgendwie eine Temperaturschwankung, was fatal ist beim Schlupfprozess. Also das sollte einfach eigentlich sollte man gar nicht aufmachen. Aber wenn die natürlich mit so einem Zeitversatz schlüpfen, dann haben wir gesagt, hey, wir gehen jetzt das Risiko ein, wir machen jetzt auf, weil es auch ziemlich eng drinnen war und denen die drei raus in, unter die Wärmeplatte, dass die zwei, die wo frisch geschlüpft waren, wirklich sauber abtrocknen können und sie erholen können, weil das ist ja ein wahnsinniger Kraftakt für die Küken. Wahrscheinlich kann man es vergleichen, ja, wenn wir 20 Jahre Storklopfer und die, mit denen, wo der Schlupfprozess, der kleine Kükeler, also möchte ich bald so vergleichen, ist ein riesen Kraftakt und den müssen sie erholen, die dürfen keine Temperaturschwankungen haben, die brauchen da auch nichts zu trinken, die brauchen nichts zu essen. Also nicht, dass du meinst, da müssen wir jetzt geil raus da, weil die brauchen was zu trinken, essen. Nein, gar nichts, die brauchen nichts. Die zehren noch von ihren Dottersack und bis das komplett abtrocknet sind, die verhungern da drin nicht. Das ist das Letzte, was sie jetzt brauchen, trinken und essen. Nein, die brauchen Ruhe, die brauchen Erholung und dann sind sie auch fit, dass man es raus tut und unter die Wärmeplatte tut. Ja, am Nachmittag vom 23.07. haben wir dann die zwei ebenfalls unter die Wärmeplatte da. Also insgesamt waren dann fünf unter der Wärmeplatte. Da war ein sehr schwaches dabei, von denen zwei. Da war ein sehr schwaches dabei. Das hat man sehr rausgekannt, hat aber sonst nichts gefällt, also war eigentlich so sauber ausgebildet, aber das war einfach schwach. Wir haben es dann ein bisschen gefüttert mit Traubenzuckerwasser, also ich habe von voll gehört, dass das hilft. Wir haben es einfach probiert, weil es war sehr schlapp, es war nicht auf die Beine, es war, ja, es ist immer umeinander gehängt. Und wir haben gesagt, wir haben einen Traubenzucker aufgelöst in Wasser, auf eine Spritzen aufgezogen und dann das Kleine ein bisschen gefüttert mit der Spritzen ins Maul, dann hat es ein bisschen Wasser gezogen und dann hat man tatsächlich gemerkt, dass es minütlich besser wird. Also
das kann ich nur sagen aus Erfahrung, dass das geholfen hat, wenn jemand schwach ist, mit Traumzucker ein bisschen das Wasser, dann tut es ein bisschen das aufnehmen und dann geht es echt aufwärts. Also nicht einfach, wenn es schwach ist, aufgeben. Leute, ihr müsst es weitermachen. Ihr könnt es nicht, das Ding ist ausgeklüpft. Das hat jetzt die größte Anstrengung von seinem Leben eigentlich gemeistert und dann ist echt auf uns angewiesen. Der ist auf uns angewiesen, dass man es weiter behandelt und dass man echt alles tut, dass das hochkommt. Und genau das haben wir auch gemacht. Wir haben alles versucht und wir haben Traumzucker ihm gegeben und es hat top funktioniert. Es läuft hand putzmunter drinnen im Gehege rum. Also von dem her, gute Erfahrung mit Traumzuckerwasser, wenn ein bisschen eins schwächer ist. Und am 23.07. ist das erste Küken im ersten Apparat geschlüpft. Also, ganzen Tag später, ganzer Tag später ist es im ersten Apparat das erste geschlüpft. Auch vielleicht eine wichtige Randnotiz, weil der erste Apparat, wie gesagt, der war, wo wir als allererstes eingeschalten haben. Jawohl, und dann war der 24.07. da, der Samstag. Und das sind ganze 22 Tage, das sind jetzt ganze 22 Tage vergangen, wenn wir das Radio haben, eingeschalten und so weiter. Und dann ist da ist das letzte Küken geschlüpft. Und zwar in der Früh ist ein Küken im ersten Apparat geschlüpft dann und haben wir die, wo noch im Apparat vom drinnen waren, die Küken unter die Wärmeplatte da, die restlichen. Und im ersten Apparat war ein Ei angepickt, aber total verklebt. Also das angepickte, das Loch, das war total verklebt und wir haben dann auch gesehen, da ist kein Leben drin. Also das hat angefangen und hat es einfach nicht rausgeschafft. Das gibt es leider, fast möchte ich sagen, ich habe schon viel gelesen und geschaut, bei jedem Ausbrühprozess ist so ein Schicksal dabei. Und wir haben es jetzt bei einem Ei gehabt, das wirklich so ein Schicksal war, dass einfach das abgepickt war und das hat einfach aufgehört. Das hat die Kraft nicht gehabt. Und ja, da sind die Meinungen zweigespalten. Also viele sagen, hey, helft's dem. Jetzt da mit der Pinzette hin und helft's den raus. Andere sagen, lässt es in Ruhe, lässt sie ihm seinen Frieden, weil einfach, ja, wenn sie es nicht aus dem Ei raus schafft, wenn es nicht die Kraft hat, dann wird es das Leben auch nicht meistern. Und wir haben uns halt dazu entschieden, dass wir einfach das Ei lassen. Also wir haben dem Küken sozusagen seinen Frieden gelassen und man hat auch gemerkt, es ist kein Leben drin, es hat aufgegeben und dann sollte man auch das Ganze ruhen lassen. Das ist unsere persönliche Meinung. Und daher haben wir es aus dem Apparat raus und haben wir dann das einfach, ja, so gesehen, an die Akte gelegt. Ja, und genauso haben wir auch die restlichen Eier von unseren Hybriden raus, weil wir gemerkt haben, da ist nichts angepickt, da ist kein Lebenszeichen. Und die Erkenntnis ist einfach, dass diese Eier, die wo wir von unseren Hybriden gehabt haben und Räder haben, dass die nichts geworden sind. Waren nicht befruchtet. Also wir haben schon gedacht, dass zwei Eier irgendwie ein bisschen befruchtet waren, aber anscheinend haben wir da falsch geschaut und die haben wir dann auch aus dem Brutapparat raus, weil es einfach keinen Sinn hat, dass man da weiter Hoffnung hat. Nach 22 Tagen muss man dann irgendwann natürlich auch sagen, jetzt ist dann auch gut, weil man die, wie gesagt, lässt den Küken in den Frieden, dann passt die Sache. Dann waren im ersten Apparat nur vier Eier und ein angepicktes Ei und im zweiten Apparat war dann noch ein Grabenei. Also ein Grabenwelli-Ei haben wir da noch drin lassen, weil wir so gesagt haben, wir haben jetzt alle raus, eins lassen wir drinnen, da kann das Leben drin sein. Das haben wir dann drin lassen, haben wir bis wirklich überzogen, bis zum 23. Tag das Ganze noch drin lassen. Und dann am 23. Tag haben wir dann gesagt, jetzt ist Ende, dann haben wir die Apparate ausgeschalten. Genau, wir haben schlussendlich, um es zusammenzurechnen, mit 22 Mechalnen Bruteiern begonnen. Da waren von den 22 Mechalnen ein unbefruchtetes
zwei unbefruchtete. Also das haben wir beim Schieren schon gemerkt. Die haben wir da mal im Schieren schon raus. Habe ich auch erzählt, wie das funktioniert. Dann war eben das eine angepickte, das wo wir dann raus haben, das wo verklebt war, also kein Lebenszeichen, das angepickte haben wir dann raus, das war das eine. Dann war leider Gottes ein behindertes Küken dabei, das wo es leider nicht geschafft hat. Also wir haben das versucht aufzupäppeln, aber das hat sich immer am Rücken gedreht. Und das hat einfach irgendwie was unterentwickelt. Das ist ganz schade, das hat es leider nicht geschafft. Was mir persönlich ganz nah gegangen ist, weil es einfach irgendwie doch hinfiebern ist und wenn es dann da ist, wenn die Küken ausschlüpfen, dann sind es eigentlich die Heroes für mich. Sie haben wahnsinnig was geschafft, sie haben ausgeschlüpft und jetzt sind wir an der Reihe, dass sie haben auf uns angewiesen. Das, was wären, auf gut Deutsch gesagt. Das, wie gesagt, ein behindertes und vier Mechölner Eier waren ohne Leben. Also wir haben bis zum 22., 23. Tag gewartet und die waren ohne Leben. Die haben wir dann einfach den Brutapparat ausgeschalten und nicht weiter ausgebrütet. Das heißt, summa summarum haben wir aus anfänglich 22 Mechölner Bruteier 14 Küken rausbekommen. Das ist eine sehr gute Erfolgsquote, meiner Meinung nach. Erstens einmal fürs erste Mal, was wir das gemacht haben. Das erste Mal ausbrüten. Total unerfahren. Wir haben keine Profis. Das habe ich vielleicht am Anfang nicht dazu gesagt, aber wir sind keine Profis im Ausbrüten. Alles, was wir jetzt da gemacht haben oder was ich jetzt sage, das ist ein Erfahrungsprozess. Ja? Wir haben das Ausbrüten probiert und haben diese Erfahrung gesammelt mit dem Probieren. Wir sind keine Profis da drin. Wir haben, wie gesagt, Sachen beobachtet, wo ich auch noch ein bisschen was dazu sage. Wir haben Sachen im Affekt irgendwie gemacht mit dem ganzen Wachszeug und sind 14 Küken ausgeschlüpft, was eine 64% Erfolgsquote ist. Wenn man sich das anschaut, für unsere 8 Grabenwelle Hühner Bruteier sind 0 Küken ausgeschlüpft. Also das heißt, da war gar nichts drin. Entweder unterentwickelt oder einfach nicht weiterentwickelt im Ei drin hat oder einfach gar nicht befruchtet. Obwohl, was wir gemeint haben, habe ich ja gesagt, ein paar waren befruchtet, aber ist einfach nichts geworden. Also von dem her sind wir super zufrieden für diese Jahreszeit, wo wir Michaeln ausgebrütet haben. Wir haben mit brutal weniger gerechnet und sind total zufrieden in der Hinsicht. Ja, und jetzt zum Schluss nur ein paar Sachen, die wo man anders machen sollte. Das, wo uns passiert ist oder das, wo einfach aus dem Prozess, wo wir jetzt das ausbrütet haben, gelernt haben, Dinge, die man anders machen sollte. Und es geht einfach schon ganz einfach los mit dem, dass man die Küken immer als Gruppe unter die Wärmeplatte tun soll. Also was heißt das? Ja, die schlüpfen innerhalb von ein, zwei Tagen. Und wenn man drei immer als Gruppe aus dem Brutapparat raus tut und unter die Wärmeplatte tut, das sollte man auf jeden Fall machen. Also entweder zu zweit oder zu dritt. Das ist immer besser wie alleine. Wir haben den Fehler gemacht, wir haben das letzte Küken, das wo geschlüpft ist am 22. Tag, haben wir das alleine in das Gehege, unter die Wärmeplatte rein da, und das ist einfach als Außenseiter deklariert worden. Also das ist aus der Wärmeplatte ausgedrängt worden, was einfach im Prinzip ein oder zwei doch jünger war wie die anderen, und die anderen haben natürlich schon alles erkundet, die waren schon voll munter, und das wo einen Tag alt war, das war natürlich noch schlapp und hat natürlich noch schlafen wollen und die hat sich erholen wollen. Und das ist die erste Erkenntnis, also immer schauen, dass ihr als Gruppe, die aus dem Brutapparat raus tut, mindestens zwei, drei Küken und dann zusammen unter die Wärmeplatte, miteinander unter die Wärmeplatte tut. Ja, die zweite Sache, die man anders machen kann, ist, und zwar 22 Tage sind absolut zu viel, oder was heißt zu viel? Ausreichend. Also, das heißt, man merkt nach 22 Tagen Brutprozess, dass einfach irgendwie Bakterien im Spiel sind. Die,
die Apparate fangen zu riechen an, stinken an. Ob es jetzt die Eier sind, ob es der Apparat ist oder ob es das Wasser ist, das wo natürlich da drin ist, dass auch die Luftfeuchtigkeit gegeben ist. Bei Temperatur ist wichtig, Luftfeuchtigkeit ist wichtig. Das regelt alles der Apparat. Und es gibt keine Möglichkeit, unter dem Brutprozess einmal das Wasser zu wechseln, einmal einfach ja, ein bisschen da wieder eine sterile Umgebung zu schaffen. Und 22 Tage ist das absolute Maximum. Was natürlich auch sagen kann, dass dann schlicht und ergreifend die Eier, die wo noch eben nichts ausgelüpft sind, irgendwie einen Schaden genommen haben. Das haben wir uns wie auch gedacht, weil natürlich nach 22 Tagen irgendwelche Bakterien im Spül sind, die wo da in dem Brutapparat drin hat, eben entstehen, weil es gar nicht anders geht, weil es ist Wärme, es ist ein Ohr. Jeder weiß, was passiert, wenn ein Ohr warm wird, in der Sonne liegt. Irgendwie, ja, und es schlüpfen ja auch Ohr aus und dann ist da der Dottersack, der wo da ein bisschen dann natürlich liegen bleibt. Das ist ganz normal. Aber länger wie 22 Tage können diese Brutapparate, diese Cuba Tutto oder sonst ein Brutapparat in dieser Preissparte auf jeden Fall nicht betrieben werden. Also wenn man da echt versucht 24 Tage zu machen, das ist fast nicht möglich, weil die Apparate, die reichen und ja, es ist keine Erfolgsgarantie mehr nach den 22 Tagen, dass da irgendwas ausschlüpft. Ja, was uns nur aufgefallen ist, das ist Belüftung. Belüftung findet in dem Apparat Cuba Tutto nicht statt. Ich glaube nicht in andere Apparate für so, ja, so Hobby-Ausbrüter, wie wir jetzt sind. wie gesagt, Belüftung gibt es nicht. Aber eine ganz markantere Sache, wo uns aufgefallen ist, ist einfach der Platz für die Eier. Der ist einfach zu wenig. Weil, wie gesagt, der Hersteller gibt an, bei dem Cuba Tutto 16 Eier gingen rein. Okay, wir haben ein bisschen mit Verstand so gesagt, hey, 15, dann ist Schluss, weil die muss ein bisschen noch Platz sein, weil die Eier werden gedreht, wie gesagt. Und wenn das einfach zu eng ist, dann passiert gleich was, dass, wie gesagt, zwei Eier brechen. Also ich möchte mal sagen, das kommt vom Apparat her. Das nächste ist das, wenn man das voll auslastet, dann ist es so, dass wenn jetzt der Schlupfprozess einsetzt, nach, sagen wir mal jetzt bei uns 22 Tagen, dann ist es so, dass da drin einfach viel zu eng ist, weil ein Küken schlüpft aus und spielt Fußball mit den anderen Eiern, weil es immer irgendwie, ja, es wendet sich, wenn du einschaust, dann geht es zu dir her, also das macht das Küken, weil es ja irgendwie eine Nähe sucht und schubst die restlichen Eier da drin umeinander. Und dann frage ich mich wirklich, es wird ausdrücklich gesagt, dass dieser Apparat die letzten, ich glaube, 3 oder 4 Tage diese Eier nicht mehr wenden darf. Also 3 oder 4 Tage bevor das die Küken schlüpfen, dürfen die Eier nicht mehr gewendet werden. Aber was macht das für einen Sinn? Wenn ich da 16 Eier rein tue, wie der Hersteller sagt, und sind dann 16 Eier bis zum 22. Tag drinnen in diesem Brutapparat und dann setzt der Schlupfprozess ein Küken schlüpft aus und schubst die Eier rum, weil es ja einfach macht. Also das bleibt dann nicht an Ort und Stelle, sondern das liegt dann auf die Eier drauf, das schubst die Eier weg. Und dann werden die Eier auch gedreht. Also das erschließt sie uns nicht so ganz. Natürlich sind irgendwie die Apparate auf Optimierung getrimmt, aber ehrlich gesagt ist das ein bisschen schade. Sagen wir es auch so, weil wenn man sagt, man legt es auf 16 Eier aus und man tut einfach bloß 10 Eier rein, dann passt doch die Sache auch. Man muss doch nicht ausreizen. Und mit dem Gedanken spielen, dass beim Schieren welche wegfallen, also beim Durchleuchten, weil ich schon erzählt habe, das ist auch ein bisschen vage, weil in guten Zeiten legt man 16 Eier rein und 16 sind befruchtet. Und keiner wird dann mehr 6 raus, dass man bloß 10 drin hat. Das heißt, jeder lässt die 16 Eier drin und die Küken schlüpfen und das ist voll zu eng. Das ist ein bisschen unser Haupterkenntnis von den Brutapparaten, oder von unserem Brutapparat, was wir da ein bisschen bemängeln, sage ich mal. Da muss was Besseres geben. Da muss irgendwie was Besseres geben,
da kann man so viele Sachen verbessern. Und so ein Brutapparat, wir suchen sie einen, der wo genau die Sachen, die Erfahrung, die wir jetzt gemacht haben, die schlechten Erfahrungen mit dem Apparat, wir suchen sie einen, der wo diese Mängel nicht hat, dass man auch die Küken irgendwie einen Vorteil zukommen lassen. Weil natürlich die Küken schlüpfen aus und dann sind da noch 15 Eier, die so groß sind wie das Küken selber und hat keinen Platz. Das ist richtig kaputt vom Schlüpfprozess und möchte sie erholen, kann es aber nicht, weil irgendwie daneben das wieder einer schlüpft und staust dem Küken die Eierschalen ins Gesicht rein, weil es keinen Platz hat. Es ist bald so, also wir haben es beobachtet, es ist zu eng. Und darum sagen wir, nein, Belüftung fehlt, Wasser zum Tauschen fehlt, also so Kleinigkeiten, dass wenn man ein bisschen tauschen kann, dass das Wasser nicht zum Stinken anfängt, das tut uns schon reichen. Wie gesagt, wir suchen nach einem Brutapparat, der ein bisschen besser funktioniert, der einfach ein bisschen die Mängel beseitigt und den werden wir uns dann anschaffen. Und den, den wir jetzt verwendet haben, den werden wir so nicht mehr verwenden, weil einfach das nicht gerecht ist, die Küken gegenüber. Zum Fazit sagen wir und sage ich bin überrascht grundsätzlich von der 64% Schlupfrate. Also ich kann bloß sagen, dass jeder von euch gern nachmachen soll, weil allein das Gefühl, wenn da Küken ausschlüpfen, das ist einfach ein super Gefühl. Ich kann es euch sagen, weil man wirklich 22 Tage wartet, ob wirklich was rauskommt und man hofft natürlich, dass es dem Küken gut geht und man tut alles dafür, dann, dass es ihm gut geht. Und das Größte, was mich freut, ist mit einem weinenden Auge und einem lachenden Auge, das muss ich bald so sagen, die zwei gebrochenen Eier haben wir mit Wachszug gemacht und eins von denen wachsbehandelten ist ausgeklüpft und das rennt da drinnen munter rum und ist nimmer weg zum Kennen von der 14 Kükenherde. Also, was ist das Fazit und die Erkenntnis daraus? Die Erkenntnis daraus ist, immer durchziehen. Immer alles da, was machbar ist, was dir in der Macht steht, dass die Küken die beste Möglichkeit haben, dass sie ausschlüpfen können, dass sie gesund sind, weil die Küken, das darf man nicht vergessen, es wird immer vergessen, es wird immer als Tier angeschaut, als Geflügel, aber das ist falsch, in meiner Meinung nach. Das Küken ist auf uns angewiesen und das dankt uns dafür, indem das jeden Tag herrennt, wie wir es essen reindehnen und siebt und sofort merkt, wenn wer kommt, der, der vertraut ist und der, der ihm das Fressen gibt. Und das dankt jeden Tag, das Küken mit irgendwie einem Lächeln, das von der Wärmeplatte rausrennt und reinrennt, wenn man das Essen einstellt. Heute ein bisschen ein längeres Video und ein bisschen ein informatives Video zum Ausschlüpfen und zum Ausbrüten von den Mechöllner. Das, was wir das erste Mal gemacht haben, wie gesagt, und wir werden darauf aufbauen, weil so können wir einen kleinen Beitrag leisten, dass die Mechöllner nicht aussterben, weil sie ja auf der roten Liste stehen. Wie gesagt, vielen Dank fürs Zuschauen. Haltet die Ohren steif und bis zum nächsten Mal. Bleibt alle gesund, ist ganz wichtig. Aus dem Grom Valley. Habe der Servus. Jawohl.